schwierig. Ja, vielleicht. Also, Kevins Mutter vermutet, dass sein Bruder Erik wieder aufgetaucht sei. Ja? Dass er ihn wieder getroffen hat. Wissen Sie was zu ihm? Nein. In der Schule scheint es aber auch solche Gerüchte zu geben, dass der Erik den Kevin sogar dazu gebracht haben soll, diesen Einbruch zu begehen. Ist Ihnen darüber was bekannt? Wenn Kevin seinen Bruder Erik wieder getroffen hätte, dann wüsste ich das. Das hätte er mir doch gesagt. Lara, überleg dir jetzt bitte, was du sagst. Ist das die Wahrheit? Ja. Deckst du den Kevin nur, weil du mit ihm zusammen bist, oder was? Nein, ich sag die Wahrheit. Hat noch jemand Fragen? Danke. Danke, dann bleiben Sie unvereidig, nehmen bitte hinten Platz. So, dann... Du bist auf Sauer, bitte. So, Herr Sauer, da sind Sie endlich. Ja, Frau Spittin, tut mir leid. Möchte mich auch dafür entschuldigen. Aber ich hatte leider einen Autounfall, ja. Mein Sohn hat Ihnen sicherlich schon Bescheid gegeben, oder? Gut. Trotzdem wäre es mir lieber gewesen, Sie hätten Bescheid gegeben, hätten mal kurz angerufen oder so. Nehmen Sie doch Platz jetzt bitte. Da haben Sie natürlich recht, ja. Aber der andere Autofahrer, der hatte kein Handy, ja. Da habe ich ihm meins gegeben. Ja, und der ruft erstmal Pontius und Pilatus an. Ja, da erschien es mir einfach schneller, dass ich meinen Sohn Daniel verschicke. Gut, also, klären wir erstmal Ihr Personal, beziehungsweise zuerst mal die Belehrung, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Christoph Sauer, 42 Jahre alt, wohnen in Unterhagen, sind verheiratet, Juwelier, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein, aber ich kenne ihn noch von früher, als er mit meinem Sohn besser befreundet war. Ja, ja, darum habe ich mich eigentlich auch erstmal so gefreut, als er zu mir in den Laden kam, ja, und weil ich ihn so lange nicht mehr gesehen hatte. Wann war denn das genau? Das war am 18. September gegen 17 Uhr, an dem Tag, als nachts darauf bei uns eingebrochen wurde. Er war ja ein bisschen länger als eine halbe Stunde bei mir im Laden und hat angeblich nach einem Geschenk für seine Freundin gesucht. Wie hat er sich denn dabei verhalten? Ganz normal, er hat sich Armketten, Halsketten, Ringe angesehen. Und immer, wenn ich ihm ein Schmuckstück gezeigt habe, dann hat er immer so hinten in den Büroraum hinten reingelugt. Ja, war ziemlich unkonzentriert und nervös. Ja gut, ich habe mich erst mal einmal gewundert, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Hat er was gekauft? Nein, er hat nichts gekauft und ist plötzlich einfach wieder gegangen. Wann haben Sie denn dann den Diebstahl bemerkt? Das war am nächsten Morgen gegen 8.30 Uhr. Also ich sperre den Laden immer um die gleiche Uhrzeit auf. Und die Hintertür war zwar zu, aber nicht verschlossen und die Alarmanlage war auch ausgeschaltet. Anhand der Elektronik der Alarmanlage konnte man ja feststellen oder rekonstruieren, dass sie um 3.40 Uhr ausgeschaltet wurde. Ja, und Kevin weiß genau, wie das geht. Er war ja früher schließlich oft genug bei uns im Laden. Der garantiert auch schon einmal gesehen, ja, dass man die Alarmanlage nämlich ganz einfach ausschaltet. Man muss nur zwei Knöpfe drücken, nachdem man die Tür geöffnet hat. Ja, wir haben ja den ganzen Schmuck hier, der dann am nächsten Tag in der Sporttasche des Angeklagten gefunden wurde. Ist das der Schmuck, der Ihnen entwendet wurde? Schmuck, ja, das ist der Silberschmuck mit den Edelsteinen. 24.000 Euro wert, ja. Nur gut, dass mein Sohn mir sofort gesagt hat, dass Kevin mit der Tat zu tun haben könnte. Ja, das habe ich gleich der Polizei gesagt und die haben nämlich auch gleich den Schmuck in seiner Sporttasche gefunden. War denn der Schmuck aus einer oder aus mehreren Vitrinen? Nein, er war aus einer Glasvitrine. Und an dieser leeren Vitrine, die auch, aber auch an der zweiten noch, da wurden laut Gutachten die Fingerabdrücke des Angeklagten gefunden. Wir haben da Fotos davon, diesen besagten Vitrinen. Also für die Fingerabdrücke gibt es ja nun eine gute Erklärung. Ja, ich höre. Sie haben doch selbst gesagt, mein Mandant war Stunden vorher bei Ihnen im Laden und da hat er sicherlich auch mal die Vitrinen angefasst. Ja klar, habe ich. Ja, aber Kevin stand nur an einem Tresen bei mir, ja? Und man hat von dir nämlich auch Fingerabdrücke an dem anderen Tresen gefunden, der leergeräumt wurde. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, du warst nur an dem einen Tresen gestanden bei mir. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe nichts gestohlen. Verdammt nochmal, ehrlich, jetzt glauben Sie mir doch. Kevin, ich bin echt so enttäuscht von dir, ja? Ich hätte niemals gedacht, dass du die ehemalige Freundschaft zu Daniel einfach dafür ausnützt, ja? Nur um in mein Geschäft einzubrechen. Kevin hat doch sicher den Schmuck für seinen Bruder geklaut. Ja, das denke ich nämlich auch. Kevin war es nicht. Also Frau Schmieder, Moment mal, Moment. Das heißt, Sie kennen auch seinen Bruder Erik. Ja, ich habe früher von ihm gehört, ja, und soll er schon viele Dinger gedreht haben, ne? Und wenn der jetzt wirklich wieder da ist, dann hängt das mit Sicherheit zusammen. Aber Kevin war es nicht. Also bitte, Frau Schmieder, Sie brauchen sich nicht bemühen. Er war die ganze Nacht bei mir. Warum glaubt mir denn keiner? Das ist ja nicht so dumm und lüg hier für ihn. Ja, da hat mein Sohn allerdings recht. Aber Daniel lügt doch. Also, junge Dame, ja, jetzt reißen wir ein bisschen zusammen hier, ja? Kevin war bei mir. Er ist unschuldig. Kevin war die ganze Nacht bei mir. Ja, aber Sie sagten doch, dass Sie die ganze Nacht geschlafen haben. Ja, aber um 3:30 bin ich aufgewacht, um zur Toilette zu gehen. Und da ist Kevin noch neben mir gelegen. Also, Frau Schmieder, das wundert mich jetzt aber durchaus. Ich belehre Sie noch mal, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Wieso haben Sie es vorher nicht gesagt? Da habe ich Sie genau zu dem Thema auch schon befragt. Bei der Polizei haben Sie es auch nicht gesagt. Entschuldigung, ich habe das total vergessen. Es ist mir auch jetzt erst eingefallen. Aber es war so, wirklich. Frau Schmieder, merken Sie nicht, dass Ihr Alibi Stück für Stück unglaubhafter wird?
Es gibt keinen im Sitzungssaal, der Ihnen das Alibi abnimmt. Jeder glaubt nur, dass Sie Ihrem Freund aus der Patsche helfen wollen. Es ist aber so, ob Sie mir nun glauben oder nicht. Passen Sie auf. Ihnen muss doch bewusst sein, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Und dass Sie sowohl bei der Polizei als auch vorhin bei der Vernehmung nichts davon gesagt haben, weil Sie das vergessen haben wollen, dass Sie mitten in der Nacht genau zur Tatzeit aufgestanden sind und auf die Toilette mussten. Also, sind Sie mir nicht böse. Das muss doch auch Ihnen einleuchten, dass es mehr als unglaubwürdig ist. Und jetzt sage ich Ihnen was. Wenn Sie hier was Falsches aussagen, dann kriegen Sie selbst riesen Ärger. Dann können Sie davon ausgehen, dass der Staatsanwalt Sie erstmal in Handschellen hier rausführen lässt. So sieht's nämlich aus, ja? Und jetzt gehen Sie am besten noch mal in sich und überlegen, weil das in der Nacht wirklich war. Und lange schaue ich mir das nicht an. Herr Seeloff, das können Sie schon mal vorbereiten. Ich bin nicht um 3:30 aufgewacht. Kevin ist schon so gegen 3 zu mir gekommen. Er hat gesagt, dass er weg muss. Entschuldige, Kevin. Wohin wollte er denn um 3 mitten in der Nacht, hat er Ihnen das auch gesagt? Sie hören sofort auf, Ihre Freundin hier zu beeinflussen, ja? Glauben Sie, ich merke das nicht? Kevin, ich muss das jetzt sagen. Kevin war in der Nacht bei seinem Bruder Erik. Was? Was, Erik ist doch da? Ja, aber er hat versprochen, dass er für Kevin aussagt. Er steht draußen vor dem Gericht. Er kann beweisen, dass Erik unschuldig ist. Er hat also ein Alibi. Das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Ich meine, Lara hat doch jetzt die Wahrheit gesagt. Und damit wissen wir, dass ich ein Alibi habe. Also kann es nicht gewesen sein. Ja, so einfach ist das mal nicht, Herr Laschet. Ich mir doch gleich gedacht, Frau Laschet, Sie haben doch ein Foto von Ihrem Sohn Erik dabei gehabt vorhin. Ja. Würden Sie es gerade bitte mal dem Herrn Seeloff geben? Das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Entschuldigung, also was hier sein muss, das dürfen Sie getrost mir überlassen. Also, Herr Seeloff, würden Sie bitte gerade mal, Sie haben ja gehört, der soll angeblich vor dem Gerichtsgebäude sein. Würden Sie mal schauen, ob der Herr auf dem Boden draußen ist und dann bringen Sie ihn bitte her. Ja, mache ich. Also, haben Sie denn davor einen Bammel? Ja? Habe ich nicht, aber ich weiß nicht, was das noch bringen soll. Ich meine, Lara hat bereits gesagt, dass ich ein Alibi habe und somit kann ich das einfach nicht gewesen sein. Kevin, Erik will für dich aussagen. Er möchte das. Ich habe es mir doch gleich gedacht, dass Erik irgendwas mit dieser Sache zu tun hat. Dann haben Kevin und er gemeinsam meinen Laden ausgeraubt. Nein, das stimmt nicht. Kevin ist in der Nacht zu Erik, weil Erik noch von der Polizei gesucht wird wegen Betruges. Er möchte nicht erwischt werden. Die beiden sind unschuldig und Erik kann das auch beweisen. Also mich würde es auf jeden Fall nicht wundern, wenn die beiden unter einer Decke stecken. Also das werden wir dann auf jeden Fall versuchen zu klären. Ja, schauen wir, ob der... Herr Vorsitzender, ja? Ich habe den Erik Laschet draußen finden können. Sehr gut. Gibt es noch Fragen hier an den Herrn Sauer? Danke. Herr Sauer, dann nehmen Sie bitte den Platz, Sie bleiben unweitig und dann bringen Sie ihn. Kommen Sie mal rein, bitte. Zeuge Erik Laschet, bitte. Gehen Sie gleich nach vorne, bitte. Erik! Erik! Da bist du endlich, mein Sohn. Ich bin so froh, dass du da bist und dass es dir gut geht. Mama, ich dachte, du willst dich mit mir zu tun haben. Du bist doch mein Sohn, du bist doch mein Sohn. Ich bin einfach nur froh, dass du da bist. Frau Laschet, mir ist schon klar, dass dieses Wiedersehen Sie sehr aufwühlt. Aber ich denke, da wird nachher dafür Gelegenheit sein. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Herr Laschet, hallo. Jetzt muss ich aber dann wirklich mal dazwischen gehen. Das ist kein Familientreffen. Sie nehmen Platz und Sie nehmen hier Platz. Herr Laschet, Sie sollen jetzt als Zeuge hier vernommen werden. Und dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen, mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Also, Sie heißen Erik Laschet. Wie alt sind Sie denn? 28. Wo wohnen Sie? In Unterhaching, aber ich bin da nicht gemeldet. Ich wohne da in einer Pension. Ihr Familienstand? Ledig. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite nebenbei in einer Tankstelle. Und Sie sind der Bruder des Angeklagten. Damit haben Sie das Recht, hier überhaupt die Aussage zu verweigern. Wollen Sie aussagen? Ich möchte aussagen, ich möchte meinem Bruder Kevin helfen. Ich habe das Lara vorhin auch gesagt, dass sie mich holen soll, wenn es brenzlig wird. Sie wissen, was Ihrem Bruder vorgeworfen wird? Ja, er soll in den Juwelier eingebrochen sein. Aber er war in der Nacht bei mir, also in der Nacht von 18. auf 19. September. Und wieso haben Sie das nicht schon eher gesagt? Ja, ich weiß nicht, was Sie schon von mir gehört haben. Also ich weiß, dass Ihnen Betrug in mehreren Fällen vorgeworfen wird und dass Sie damals nicht zu Ihrem Prozess erschienen sind und dass deswegen auch ein Haftbefehl gegen Sie erlassen worden ist.
Sie sollen sogar irgendwie ihren Eltern dann auch noch Geld gestohlen haben und ähnliche Dinge, oder? Und jetzt sollen sie 4 Jahre verschwunden gewesen sein. Ja, puh, das klingt nicht gut, aber es ist so, leider. Ich habe damals viel Scheiße gebaut, bin vor allem abgehauen. Ich habe den Betrug mit den Gebrauchtwagen gemacht. Es war eine krasse Sache damals. Und ich habe dann die PIN und die Kreditkarte von meinem Vater geklaut. Habe alles abgehoben, was ich kriegen konnte, 20.000 Euro. Und habe mir gedacht, mach mir die Sintflut, mir war alles scheißegal. Und Hauptsache, dass mich die Polizei nicht bekommt. Ja, aber Mama und Papa sind dir auch noch total in den Rücken gefallen, indem sie dich auch noch angezeigt haben. Aber Kevin, du weißt doch, wie der Papa immer war. Er hat doch gesagt, wenn man einen Fehler begangen hat, dann muss man den auch selber beheben. Okay, vielleicht war das nicht richtig mit der Anzeige damals. Aber wir waren hilflos. Was hätten wir denn tun sollen? Auch ohne Anzeige, ich wäre abgehauen. Ich wollte für immer untertauchen. Und vielleicht, bis der Betrug verjährt wäre. Ja, stimmt zwar, dass der Betrug irgendwann verjährt, aber zivilrechtlich hätten sie eigentlich trotzdem den Schaden immer irgendwie ausgleichen müssen, ja, noch 30 Jahre lang. Ja, ich wollte für immer wegbleiben, aber da musste ich ständig an meine Familie denken, vor allem an Kevin. Ich habe ihn echt vermisst. So, das heißt, Sie haben bis heute versucht, sich um die Konsequenzen Ihres Tuns zu drücken, aber das ist schon klar, jetzt werden Sie die Konsequenzen natürlich zu tragen haben. Ja, ich trage die Konsequenzen. Werden sich dem stellen müssen. Ja, ich stelle mich gern, weil ich damit beweisen kann, dass er den Einbruch nicht begangen hat und ich ihm damit helfen kann. Also, dann lassen Sie uns doch konkret auf diese Tatnacht zurückkommen. Wann haben Sie Ihren Bruder getroffen? Sie haben sich mit ihm getroffen, oder? Wenn ich Sie richtig verstanden. Ja, ich habe ihn nachts häufiger getroffen und ich habe ihn auch in der Nacht getroffen. Aha. Auch in der Nacht? In der Tatnacht. Und wo? Bei mir in der Pension. Wann? Und er ist ungefähr um 4 Uhr zu mir gekommen. Und ist bis um 6 geblieben, er konnte nicht schlafen. Und dann haben wir über den Betrug von damals geredet und wie das mit unseren Eltern damals war. Ihr Bruder war genau ab 4 Uhr bei Ihnen? Ja, er war genau ab 4 bei mir. Deswegen kann er die Straftat auch nicht begangen haben. Ja, also das sehe ich ein bisschen anders, Herr Lange. Wieso? Weil wir Erkenntnisse darüber haben, dass sich der Einbruch definitiv um 3.40 Uhr ereignet hat. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Tja. Aber Kevin. Damit ist der Angeklagte erst nach der Tat zu Ihnen in die Pension gekommen. Du hast doch gesagt, dass du die ganze Nacht bei Erik warst und dass Erik von der Polizei gesucht wird und dir deshalb kein Alibi geben kann. Tja. Nur deshalb habe ich für dich ausgesagt und dir ein Alibi gegeben. Da hat sie wohl angelogen, Frau Schmieder. So einfach ist das. Ich habe doch gedacht, dass du nichts getan hast. Ich wusste nicht, dass Kevin erst um 4 bei Erik war. Ich wollte ihm doch bloß helfen. Jetzt ist alles schief gegangen. Herr Laschek, hatte Ihr Bruder, als er zu Ihnen kam, eine Tasche dabei? Ja, er hatte eine Tasche dabei, aber ich habe mir nichts dabei gedacht, weil er von meiner Pension aus direkt zum Fußballspiel gehen wollte. Also, Kevin, ja? Da fehlt Ihnen offensichtlich in dieser Nacht eine Stunde. Eine Stunde Ihres Alibis. Hm? Wollen Sie uns nicht sagen, was passiert ist in der Stunde? Was Sie gemacht haben in der Nacht? Kevin, sag bitte jetzt die Wahrheit. Wenn du mit der Sache was zu tun hast, sag es bitte und steh jetzt dazu. Kevin, was ist los? Hast du irgendetwas damit zu tun? Mach nicht den gleichen Fehler wie ich, Kevin. Ich hab's getan. Ich war in dem Juweliergeschäft und ich habe alles gestohlen. Und warum haben Sie das gemacht? Ich habe es für Erik gemacht. Ich wollte einfach, dass Erik wieder ein normales Leben führen kann. Und er hat mir auch noch erzählt, dass es eben nicht möglich ist, wenn er seine Schulden nicht bezahlen kann. Alles nur wegen mir. Ja, ich wollte einfach meinen großen Bruder wieder zurückhaben. Haben Sie irgendjemand eingeweiht in den Plan? Nein, ich wollte doch da keinen mit reinreißen. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Warum? Kannst du dich noch erinnern, als ich zu dir gekommen bin und gesagt habe, dass ich sogar für dich stehlen würde? Ich habe gesagt, das sollst du gefälligst sein lassen. Du hast gesagt, du würdest mich anzeigen, wenn ich so einen Blödsinn mache. Ja, du sollst keine Straftat begehen. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, dass ich alles für mich behalten werde. Aber Kevin, warum hast du denn nicht mit mir gesprochen? Ja, weil du wolltest doch immer, dass Erik im Knast ist. Und doch nicht. So? Es hat doch nichts geändert. Und jetzt kommt alles ganz genau so, wie du es damals wolltest. Und alles nur wegen mir. Komm, Kleiner, mach dir keine Sorgen.
Du hast den Fehler damals nicht gemacht, den habe ich begangen. Und es tut mir leid, dass du den Mist für mich gebaut hast. Ich denke, da waren sie einiges auch mit ihrer Mutter übrigens, ja, nach der Verhandlung zu klären haben. Ja. Sie alle drei. Gibt es noch Fragen an den Zeugen hier? Keine, danke. Dann bleibt der Zeuge Laschet hier unvereidigt. Auch die Frau Schmiede bleibt weiterhin unvereidigt. Gut, nehmen Sie mal bitte hinten Platz. Dann hätte ich bitte gerne noch den Bericht der Jugendgerichtshilfe für Achenbach. Ich denke, dass Kevin hier in den letzten Jahren einfach zu viele Verluste hinnehmen musste. Erst verschwand sein älterer Bruder plötzlich aus seinem Leben und nun hat er auch noch seinen Vater verloren. Dazu kommt noch seine Mutter, die ihn ständig kontrollieren wollte. Einfach aus dem Grunde, weil sie sich einfach zu viele Sorgen gemacht hat. Kevin tut zwar immer sehr cool und aufgeweckt, aber ich denke, dass er einfach noch nicht reif genug ist. Und deswegen würde ich im Falle einer Verurteilung zu Jugendstrafrecht tendieren. Mhm. Gibt es hierzu irgendwelche Anmerkungen, irgendwelche Fragen? Dann Dankeschön, Frau Achenbach. Wir haben noch einen Auszug aus dem Erziehungs- und Bundeszentralregister. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Weitere Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Verteidiger, also ich schließe mich schon der Jugendgerichtshilfe an, dass der Angeklagte hier nach Jugendrecht zu behandeln ist. Denn auf die Idee zu kommen, durch eine Straftat mitzubewirken, dass der ältere Bruder wieder zurückkommt zu ihm, das ist wohl durchaus als jugendtypisch zu betrachten. Aber der Angeklagte hat eine massive Straftat begangen. Und die hohe kriminelle Energie zeigt sich, und die Verwerflichkeit auch, zeigt sich darin, dass er das Vertrauen seines ehemals besten Freundes ausgenutzt hat, den Schlüssel zum Juwelierladen seines Vaters entwendet hat und dann massive Beute gemacht hat. 24.000 Euro, mit der er dann geflüchtet ist. Das ist, wie wir Juristen sagen, eine Schwere der Schuld, die der Angeklagte hier auf sich geladen und verwirklicht hat. Und deswegen meine ich, dass hier eine Jugendstrafe unerlässlich ist. Ich beantrage gegen den Angeklagten, eine Jugendstrafe zu verhängen, und zwar von 2 Jahren. Und die Frage, ob diese zur Bewährung auszusetzen ist oder nicht, die mache ich alleine davon abhängig, im bejahenden Sinne, dass der Angeklagte hier uns glaubhaft versichert hat, er wollte diese Beute nicht für sich selber, sondern er wollte irgendwo helfen. Das ist der einzige Grund. Ich beantrage eine Bewährungszeit von mindestens 3 Jahren. Die üblichen Auflagen stelle ich in das Ermessen des Gerichts. Dankeschön. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, werte Anwesenden. Der Diebstahl ist aufgeklärt. Das Geständnis meines Mandanten liegt vor. Es ist unzweifelhaft, Jugendstrafrecht anzuwenden. Da folge ich Ihnen, Frau Achenbach. Wie ist dieser junge Mann also zu bestrafen? Wir müssen ein wenig die familiären Verhältnisse auch bei Tat und Schuld angemessener Strafe mit betrachten. Er hat den Vater verloren, sein Bruder ist auf die schiefe Bahn geraten. Und ich denke, das ist der große Auslöser für die Tat gewesen. Denn vermeintlich hatte das Geld, was er aus diesem Schmuck generieren wollte, einen ganz guten Zweck für ihn. Er wollte nämlich seinem Bruder helfen. Er sollte Altlasten seiner Vergangenheit begleichen und somit wieder in ein straffreies, ordentliches Leben zurückgeführt werden können. Wenn wir das betrachten, dann haben wir eigentlich so gar nicht den bösen Täter, den Sie beschreiben, Herr Staatsanwalt. Und da kommen wir auch überhaupt nicht zu einer Jugendstrafe, für die wir plädieren hier. Ganz im Gegenteil. Er ist geständig. Er ist Ersttäter, ist völlig unbescholten, auf ganzer Linie. Wir berücksichtigen dazu die familiäre Situation. Es letztendlich ist ihm die Weisung aufzuerlegen, Arbeitsstunden abzuleisten im angemessenen Maße. Ich denke, seine Freizeit sollte nachhaltig berührt werden. Insofern halte ich 14 Tage, das sind insgesamt 70 Stunden, für angemessen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Ja, Herr Laschet, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Es tut mir einfach leid. Ich hab Mist gebaut. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Kevin Laschet ist schuldig des Diebstahls in Tateinheit mit Hausfriedensbruch, § 123 Absatz 1 und Absatz 2 zur 42 Strafgesetzbuch, war deshalb zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird, von der Auferlegung von Kosten wird abgesehen. Ja, zunächst einmal rechtlich ganz seltsam. Man spricht so leicht von Einbruch. Rechtlich ist das aber gar kein Einbruchdiebstahl. Das war nämlich kein Nachschlüssel, das war ein echter Schlüssel. Und solange der Daniel den Verlust nicht bemerkt hat, ist es ein berechtigter Schlüssel. Aber natürlich nicht für Sie berechtigt. Und deswegen ist es ein normaler Diebstahl und ein Hausfriedensbruch. Als Jugendlichen haben wir Sie ja auch behandelt. Wir wollen da nicht päpstlicher sein als die Dame von der Jugendgerichtshilfe, Staatsanwalt und Verteidigung, obwohl sie natürlich ein intelligenter junger Mann sind, ein Gymnasiast, also dass sie zurückgeblieben wären, kann ich so nicht erkennen. Aber natürlich, sie sind durch die familiären
Verluste belastet. Sie wollen durch die Tat ihren großen Bruder zurück in ihr Leben holen. Und da sind wir auch schon bei dem Positiven. Sie haben die Tat ja nicht aus Eigennutz begangen. Also sie wollten das nicht für sich, sondern sie wollten dem Bruder helfen. Der Schmuck ist wieder da, sie haben Geständnis abgelegt. Aber so viel ist schon klar, der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Und auf der anderen Seite muss man ja schon auch sehen, da steckt eine enorme kriminelle Energie dahinter. Sie haben auch das Vertrauen missbraucht auf dieser Party ihres Freundes. Der Wert der Beute ist immens. Ja, und sie haben dann ihre eigene Freundin noch mit reingezogen und wollten von ihr ein Alibi haben. Und deswegen meinen wir, insgesamt betrachtet, haben sie schon Schuld auf sich geladen, die die Verhängung einer Jugendstrafe erfordert. Wir sind aber der Meinung, dass der Prozess Warnung genug ist. Das heißt, das kann zur Bewährung ausgesetzt werden. Und deshalb ergeht folgender Beschluss. Erstens, die Bewährungszeit dauert 2 Jahre. Zweitens, der Angeklagte wird während des Laufes der Bewährungszeit der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers unterstellt. Und drittens, dem Angeklagten wird auferlegt, an 50 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Das hat Ihr Verteidiger ganz richtig gesehen. Sie brauchen schon etwas, was es im Moment spüren lässt. Das sind die Arbeitsleistungen. Ich glaube, ein Bewährungshelfer hilft Ihnen in dem Fall wirklich auch, alles in den Griff zu bekommen. Ja. Ganz ähnliche Situation. Sie wollten Ihrem Bruder helfen. Und Ihr Bruder wollte heute Ihnen helfen. Und dabei ist es Ihrem Bruder gelungen, Ihnen klarzumachen, dass man zu seiner Verantwortung stehen muss. Das ist eigentlich schon wieder ein Zeichen dafür, dass Sie ziemlich erwachsen sind, dass es so schnell ging. Bei Ihrem Bruder hat es nämlich über 4 Jahre gedauert, bis er es selber erkannt hat. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Seeloff, wenn Sie mich bitte unterstützen. Herr Erik Laschet, hilft nichts. Ich habe mir während der Beratung des Gerichts den Haftbefehl besorgt. Ich erkläre Ihnen die vorläufige Festnahme. Aber wir können vielleicht in den nächsten Tagen darüber reden, ob der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt werden kann. Und dann kommen Sie hoffentlich zur Verhandlung. Okay? Also, nehmen Sie mit. Kommen Sie mit. Also, lassen Sie mal los, bitte. Mama, ist wieder alles gut. Kommen Sie. Lara Schmieder wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Erik Laschet wurde wegen Betruges in 12 Fällen und Computerbetruges zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt.